Hallo ihr Lieben, VfB Adventskalender Türchen 2. Ich bin Raphael und heute darf ich für euch ein paar Weihnachtswitze vorlesen. Unsere Marketingmädels haben hier ein paar Witze zusammengefasst aus dem Internet, die sie als besonders gut empfunden haben. Ich kenne sie noch nicht, ich darf sie euch jetzt aber vorlesen und bin mal gespannt, wie das Ganze laufen wird. Das müsste eine Top 5 sein. Erstens: Warum bringt das Christkind so oft die falschen Weihnachtsgeschenke? Weil es blond ist. Witz Nummer 2. Welche Nationalität hat der Weihnachtsmann? Nordpole. Der war nicht schlecht. Nummer 3. Treffen sich zwei Rosinen, sagt die eine zur anderen: Warum hast du einen Helm auf? Sagt die andere: Ich muss heute noch in den Stollen. Nur noch zwei. Die Nummer 4. Was passiert, wenn sich eine Blondine an einen Weihnachtsbaum lehnt? Der Weihnachtsbaum fällt um. Warum? Der Klügere gibt nach. Witz Nummer 5. Wie nennt man einen alten Schneemann? Wasser. Na gut. Oh, es geht scheinbar noch weiter, sehe ich gerade. Ja, noch zwei haben wir hier. Nummer 6. Zwei Eskimos gehen durch den Schnee nach Hause. Da sagt der eine: Dein Iglu ist weg. Darauf der andere: Verdammt, ich habe das Bügeleisen angefasst. Und der 7. und letzte: Gehen zwei Blondinen in den Wald und suchen einen Weihnachtsbaum. Nach einer Stunde vergeblicher Suche sagt die eine: Dann nehmen wir halt einen ohne Christbaumkugeln. So. Ich hoffe, euch haben die Witze gefallen. Dazu muss man sagen, auch eine unserer Kolleginnen ist blond, die die Witze mit ausgesucht hat. Also es soll jetzt kein unhöflicher Witz sein gegen Blondinen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr eigene Witzideen habt, gute Witze kennt, schreibt die bitte in die Kommentare. Vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und klickt hier für unsere Sportvideos. Bis bald!